Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Forts. Ist jetzt schon ein paar Tage her, dass die letzte Folge kam. Heute natürlich mit dem Seras. Und zwar gegeneinander mal wieder. Und wir haben uns, oder ich habe eine interessante Map rausgesucht, würde ich sagen. Die wir uns jetzt, glaube ich, erstmal angucken müssen. Aber theoretisch, man darf sofort anfangen zu bauen. Und zwar in 3, 2, 1, jetzt. Entschuldigung, ich habe schon eine Strebe gebaut. Oh, so. Wie funktioniert das jetzt? Also im Prinzip, das machen wir erstmal weg. Oder bricht das jetzt alles? Was du halt hier hast, ne? Okay. I see what you did there. Was? Ach, nix. Geht das wieder los, ja? Ich versuche gerade nur die Map zu verstehen, wie sie funktioniert, quasi. Alter Verwalter, ey. Wer hat sich dieses Teufelsgebilde ausgedacht? Das muss einem halt echt langweilig gewesen sein, ne? Wirtschaft ein bisschen pumpen. Ja. Ach, man kann da hinten auch dran bauen? Ah, oh, okay. Lol, was geht denn das? Okay, ich mach. Es kann jetzt sein, dass gleich das Match vorbei ist. Ich sehe da ein Loch in deiner Basis. What have you done? Alter, eben habe ich. Ich habe schon gedacht, dass das jetzt ist vorbei. Also, wie du gerade geklungen hast, habe ich gedacht, deine Basis bröckelt gleich. Ja. War auch kurz davor, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich glaube, den Zentralknoten oben sollte man nicht auseinandernehmen. So. Nee, das muss ich auch noch machen. Nee, das mach ich jetzt nicht. Hä? Was denn? Das mache ich nachher irgendwann. Bin doch nicht bescheuert. Ach, was pinst denn jetzt schon wieder? Die Map ist ganz sicher in Zero Gravity ziemlich lustig. Die Map ist in Zero Gravity bestimmt gar nicht spielbar. Warum nicht? Bin mir so sicher. Ich meine, du kannst theoretisch einmal komplett durch das Ding durchholzen und zwei Teile dann haben. Ach so, meinst du? Mhm. Ja, möglich wär's. So. Was ganz angenehm ist, man kann die Batterien schön verteilen. Ja. Ich weiß nicht, ob das gerade überhaupt sinnvoll ist, was ich da mache, aber es ist jetzt. Was machst du denn? Wirtschaft. Ach mein Gott. Hast du das in letzter Zeit auch? Ich habe so viele Stinkwanzen in letzter Zeit in meinem Zimmer. Ja gut, das ist die Jahreszeit. Dieses Jahr ist es bei uns Gott sei Dank nicht so schlimm, aber letztes Jahr war es echt extrem. Das hat echt keinen Spaß mehr gemacht. Die gehen mir... Ich habe kein Fenster offen. Ich frage mich mal, wie? Ja gut, die kommen durch die kleinsten Ritzen rein. Also die sind da... Alter, dieses Gebrumme ist so hart irritierend gerade hinter mir. Ich habe ein Handicap. So. Also, Wirtschaft steht. Alter, ich hol mir gleich so eine. Kennst du diese USB-Flux? Ja. Oh, jetzt sitzt sie, Gott sei Dank. Gut, gucken wir mal. Was bauen wir denn da?
paar hiervon, ein paar davon. Da packen wir eine hin. So. Geht's gleich los, das unsagbare Geballer, ja? Nö, so weit bin ich noch nicht. Das ist ja beruhigend. Schon mal ein bisschen antesten. Ach komm, leck mich doch am Ärmel. Dass dein Wille ist. Wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. Oh. Was machst du denn aus deiner Burg? Ich kann gar nichts an, ich kann mit meiner Burg machen, was ich will. Okay, es tut mir leid. Warum denn so aggressiv? Was? Bei mir macht's död, als hätte der Kern was abgekriegt. Ja, okay, du hast meine Flaks, bist jetzt glücklich. Ey, scheiß an, ob ich glücklich bin. Okay, es ist offiziell, ja, du hast mir alle Zähne gezogen, bist jetzt glücklich. Nein, immer noch nicht. So.
Okay. Ich verstehe. Da ist halt auch nichts. Aber ist da nix? Weil ich nicht nichts mehr hinbaue, warum soll ich die Ressourcen in den Hals werfen? Was soll das? Irgendwo in meiner Basis versteckt baue ich jetzt wahrscheinlich wieder so einen Mega-Mörser. Ich hoffe es nicht, das wäre nicht so gut. Okay, sind wir uns einig, dass wir uns uneinig sind? So aus, ja. Alter, mein Kern beschwert sich die ganze Zeit. Also mein Kern beschwert sich. Gott. Ich komm gar nicht mehr hinterher, was will mein Kern denn von mir? Okay. Ach, ich brenne doch. Ich brenne, sag mir doch was. Ich glaube nicht. Ja, okay. Das Ding hast du. Ich fackel da oben. Boah, ist das anstrengend. Alter, warum hört das nicht auf zu brennen? Vielleicht, weil ich es nicht lösche. Ja, haben wir es dann, oder? Wie meinst du? Also ich habe so offiziell keine Lust mehr. Okay. Warum brennt das denn hier die ganze Zeit? Oh oh, oh oh. Alter, das war Rettung in letzter Sekunde. Alter, diese MGs sind so hohl.
Machen wir das jetzt noch eine Stunde weiter? Nö, schredder dich unten einfach durch. Was, du schredderst mich unten einfach durch? Nein, schredder du dich unten noch einfach durch. So. Alter, dieses ganze Zeit, die ganze rumgebrenne Scheiße da. Also ich persönlich muss echt sagen, Laser vermeißeln mir so ein bisschen den Spaß am Spiel. Aber sie sind so effektiv. Ja, eben. Du kannst halt nichts dagegen machen, außer tonnenweise Schilde. Ja, das stimmt allerdings. Und dann ist da noch so ein kleiner Wichser, der die ganze Zeit mit EMP-Raketen kommt. Ich verstehe gar nicht, warum gehst du die ganze Zeit auf meine Waffe? Anstatt einfach auf den Kern zu gehen. Ich fange ja schon an. Ja, simpel. Einfach durch. Hast ihn gleich. Ey. Okay, it's over. Noch nicht ganz. Au. Au. Lol, ich hab mein Strom aufgebraucht. Bisschen höher. Ich lass mal fackeln. Warum wärst du dich nicht mehr? Hast du verloren oder? Ich habe keine Waffen mehr. Du hast absolute Dominanz erreicht. Ja gut. Also, Bulliter ist so scheiße. Nö, Laser sind einfach nicht mein Ding. Nee, ich mag die voll gerne. Ja, warum wohl? Easy Game. Easy Game, Alter. Hör auf, am Kern zu fackeln, sonst darfst du überall fackeln. Ich habe das Gefühl, Feuer macht im Kern nicht wirklich was aus. Nee. Nicht so richtig. Au. Oh, ich hab einfach zu wenig Strom. Was jetzt ein Heulen? Dann warte doch einfach mal kurz. Jetzt fängt er wieder an, Sachen zu bauen. Jetzt mal, ja? Es wird niemals langen. Das soll ich exakt. Na gut, hast dich schon mal erholt. Ja.
Ja, Mensch, ist ja gut. Ich wünschte echt, man könnte dieses Gedudel ausmachen, ne? Ja, so ab und zu nervt es. Nein! Hörst du auf! Frag dich jetzt nochmal, hörst du auf? Nein. Warum? Tschüss. Alter. Warum? Weil es geht. Ich teile deine Basis jetzt in zwei. Du hättest halt schon längst gewonnen, wenn du dich einfach zum Kern durchbohrst. Ja. Na gut. Ja. Machen wir ein Ende. Nein, lass ihn in Ruhe. Ich darf ja wohl mal zurückschießen. Nein, heute nicht mehr. Oh Mann. So unlustig. Da bin ich nicht mehr zurückschießen. Ich krieg mich vor dir! Nein! Hey, ich hab Pendel! Nein! Das fühlt sich an wie eine Niederlage, Mann. Alter, wie viel Damage! Was lernen wir daraus? Ich sollte bei meinen Artilleriewaffen bleiben. Ja. Wäre sinnvoll gewesen. Also die eine Granate hat ein ganz schönes Loch reingehauen. Ja gut, aber das war kalkuliert. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du viel früher mit dem Zeug kommst. Du weißt, ich switch super ungern um. Ja, sag ich ja, deswegen habe ich ja gewartet, dass du irgendwann mit dem Zeug kommst, aber es kam ja nicht. Deswegen, also, beziehungsweise, was hättest du machen können? Klar, hättest da schöne Löchlein reinreißen können. Ich habe 3 Stück gehabt. Die hast du leider alle vor der Fertigstellung kaputt gemacht. Ja. Weil ich glaube, wenn alle 3 auf einen Punkt gegangen wären, wäre ich durch gewesen. Dann ist Feierabend. Aber ich werde dich einfach in Zukunft einfach deutlich unter Druck halten. Ich glaube, das wird funktionieren besser. Lisa-Nope! Ich darf dich nicht bauen lassen, deswegen wollte ich heute auch ohne Waffenstillstand spielen. Du den anderen Blöden! Naja, wir bedanken uns fürs Zuschauen und wahrscheinlich wird es demnächst auch so sein, dass wir Seras und ich uns mit den Aufnahmen wechseln. Dann könnt ihr wöchentlich wahrscheinlich sogar eine Folge fortgucken, eventuell sogar mehr. Jetzt bin ich ja in der Pflicht, du Arsch! Vielleicht, habe ich gesagt, also ist das keine Pflicht. Okay. Und ja, könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Heute habe ich mal wieder gewonnen. Wir danken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ja, ciao.